So, wir sind schon beim Tipp Nummer 4 angekommen. Und zwar ist das bei uns ja die Beratung. Wir verkaufen echt eine super Bandbreite von Immobilien. Wir haben oft eine Eigentumswohnung, ein Familienhaus, Mehrfamilienhäuser oder ein Mehrfamilienhaus, mehrere, auch kleine Siedlungen dabei. Jetzt muss ich halt wissen, ich habe oft Erstkäufer dabei. Insbesondere bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, also die typischen Objekte, die ein Eigennutzer kauft. Und die sind halt unerfahren. Die kennen die Gegebenheiten nicht, die wissen nicht, worauf muss ich achten, was muss ich wissen, was muss ich besprechen und ähnliches dabei. Man hat zwar im Internet schon echt viele Möglichkeiten, sich zu informieren, aber das ist meistens auf eine sehr, sehr hohe Flughöhe. Detailfragen gibt es echt immer viele, vor allem bei Erstkäufern. Und das ist das Thema, was wir ganz gerne übernehmen oder auch übernehmen. Ja, weil das Ding ist halt, es gibt echt viele Leute, die gerne kaufen würden, aber die wissen nicht genau, was anstellen sollen. Die sind unsicher. Die sind vielleicht an einer Position oder einem Punkt, wo nicht weiterkommen. Und ganz oft ist dann, wenn sich Leute nicht entscheiden können, entscheiden sich nicht. Das heißt also auch, die entscheiden sich dagegen zu kaufen oder halt nicht für den Kauf. Das heißt also, mir springt ein potenzieller Kunde ab. Und das ist halt ein Punkt dabei, weil wir, dass wir halt ganz viel Wert darauf legen, jeden Interessenten komplett zu beraten, zu begleiten, nennen wir das. Das heißt also, wir klären gerne die Punkte auf, natürlich die Immobilie selber, gar keine Frage. Das ist ja selbstredend, dass ich die Immobilie, die ich halt auch zeige, dazu auch die entsprechenden, passenden Antworten zu den Fragen beantworten kann. Aber darüber hinaus gibt es ja oft viele Unsicherheiten. Und das ist oft so ein Thema dabei, das kann teilweise echt sogar noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als das Objekt selber zu präsentieren, zu begehen und Fragen zu beantworten. Wir haben nicht selten 10, 15 tiefgründige Fragen in einem Telefonat von auch gut einer Stunde, anderthalb nochmal hinterher und dann kommen nochmal zweite Worte nochmal hinterher, weil dann noch sich Folgefragen daraus ergeben. Das hat man echt oft. Und da versuchen wir auf jeden Fall zu unterstützen und zu beraten. Weil das ist auf jeden Fall ein Punkt, wie man auch noch viele, viele Interessenten dazu kriegt, aus der Unsicherheit eine Sicherheit zu entwickeln und daraus erst überhaupt zu einem potenziellen Käufer oder zu einem Käufer zu werden. Und dieses Potenzial darf man nicht verschenken. Vor allem darf man nicht vergessen, Eigennutzer zahlt einen anderen Preis als Kapitalanleger. Das heißt also, diese Erstkäufer oder allgemein die Eigennutzer, die in der Regel unerfahren sind, weil man kauft in der Regel ein, vielleicht zwei Immobilien in seinem Leben als Eigennutzer, viel mehr ist es in der Regel nicht, diese sind oft sehr unerfahren, weil wir es das erste Mal, im besten Fall das zweite Mal was kaufe und daher Eigennutzer, die sind emotional. Die wollen die Lage, die wollen die Nachbarschaft, die wollen die Location, die wollen was Spezielles haben. Ein Investor möchte Rendite haben. Ein Investor ist meistens ein zahlenlastiger Mensch, der irgendwelche Berechnungen, irgendwelche Excel-Tabellen hat und der sagt ganz klar, bis zu dem Preis kann ich, darüber nicht. Dann ist das einfach für den raus. Der ist emotionslos dabei, das ist ein zahlengetriebenes Geschäft. So, das sind Erstkäufer eben nicht. Erstkäufer, die verlieben sich in Immobilie, die haben andere Emotionen dabei. Für die zählt nicht die Rendite, für die zählt vielleicht eine super Beratung viel mehr, als ob ich das Objekt vielleicht woanders günstiger kriegen könnte, weil die wollen das Objekt. Die wollen genau die Lage, die wollen genau diese Ausstattung haben. Und daher ist ganz wichtig, eine umfassende Beratung und die gilt nur, wenn sie oder wenn man ganz viel Erfahrung dabei hat, dass man ganz sachlich, nüchtern jedem erklären kann, so ist der Ablauf dabei, das musst du beachten, das ist das Nächste, was kommt. Das ist also auch noch ganz wichtig dabei, großzügig und ja, nicht irgendwie zu sagen, da musst du dich selber um kümmern, dass man so da berät, das ist echt super wichtig. Tipp Nummer 5 kommt als Nächstes.